Hallöchen, wa? Ich bin ja auch Weihnachtsmannforscher. Und das Leben vom Weihnachtsmann im Winter, das ist ja ziemlich dunkel, war, das ist noch relativ unbekannt. Deswegen habe ich mich heute auch so schön rausgeputzt, weil ich will mal an Nordpol hin und gucken, was der Weihnachtsmann da so treibt, mit seinen Rentieren und so. Ich meine, der hat ja auch sicherlich sexuelle Bedürfnisse und irgendwie muss er die auch befriedigen, wa? Kann mir ja keiner erzählen, dass der Weihnachtsmann ja eh nur auf Absess, nee, wie heißt das, Absinth? Nee, man, das hieß anders, das hieß abstinent macht, genau. Das kann ich nicht loben, dass der hier so irgend so eine Gelübde abgelegt hat. Deswegen werde ich schon mal aufmachen an Nordpol, um zu gucken, was die da so treiben. Ich meine, irgendwie musste ich ja so Weihnachtsmann fortpflanzen und die Rentiere, wa? Und mich als Ökologen interessiert natürlich auch, welche Strategien die da verfolgen. Es gibt ja nur mehrere Möglichkeiten, sich fortzupflanzen. Ne? Das gibt immer die Iteroparie und immer die Semelparie. Und das sind nun zwei verschiedene Themen, wa? Semmelpaar bedeutet, dass ich hier als Organismus erstmal schön fleißig Nudeln esse, Kohlenhydrate, Proteine, warte ich schön wachse. Und wenn ich dann groß genug bin, dann sage ich mir, okay, jetzt musst du einmal noch die ganze Energie, die du durch deine ganze Schokoladenfresserei aufgenommen hast, in dein Nachkommen stecken. Das heißt, ich suche mir einen Fortpflanzungspartner, oder wenn ich zwitter bin, kann ich das vielleicht auch sein lassen. Und dann mache ich eine Big Bang Reproduction hier. Big Bang Reproduction heißt, dass ich hier so viele Nachkommen wie möglich zeuge. Dabei bin ich dann danach so ausgelaucht, dass ich zwar wahrscheinlich hier krepieren werde, aber ich habe erstmal Nachkommen in die Welt gesetzt. Das ist auch der Unterschied zum Gangbang, weil beim Gangbang, das ist, kennen wir alle aus diesen komischen Schmuddelfilmen, aber das wollen wir uns ja nicht angucken, das ist einfach mal, boah, wenn ich daran denken muss, das ist unterstes Niveau. Warum? Im Oscar kannst du überhaupt nicht recht so einen Film drehen. Ich weiß nicht, welcher Schauspieler hier so einen Film drehen will. Wenn ich Schauspieler will, den Oscar gewinnen, wa? Aber egal. Jedenfalls, die können ja danach noch weiterleben, wa? Stell dir mal vor, die würden halt umfallen. Das wär hier wie Freddy Krüger oder was, wa? Na, ist ja auch wurscht. Jedenfalls, bei Semmelparie wird das alles in der Reproduktion geendet. Und dann ist Schluss mit dem Organismus. Aber nun sind wir zum Beispiel wie Menschen, wa? Ich meine, ich muss hier stehen, ich bin noch nicht so fortpflanzungsfähig. Das kommt hoffentlich so in 10 bis 15 Jahren, Mike. Ich bin ja da weit schauend, muss man auch sein als Ökologe, wa? Na jedenfalls ist hier bei der Iteroparie ist es so, dass ein Organismus, sobald dann die Fortpflanzungszeit kommt, also er fortpflanzungsfähig wird, wa? Dann hat er immer verschiedene Fortpflanzungszyklen. Das heißt, der steckt nicht alle Energie, die er hat, in eine Generation, sondern der hat mehrere Generationen danach kommen. Das ist auch vom Vorteil für den, weil dann kann er auch auf verschiedene Umweltbedingungen reagieren, wa? Weil wenn jetzt zum Beispiel die Merkel kommt und sagt, Kindergeld wird erhöht, dann denke ich mir, klar, wenn du mehr Kindergeld kriegst, brauchst du mehr Kinder, sonst hast du ja nichts von. Also setze ich mehr Kinder in die Welt. Und dann kann ich eben aber im nächsten Jahr nochmal Kinder zeugen, wa? Wenn aber das Kindergeld gesenkt wird, kann ich mir sagen, ja, jetzt brauchst du nicht so viel Geld in die Energie in die Kinder stecken, wa? Lohnt sich ja nicht, rentiert sich ja nicht. Lässt lieber sein. Sparst du Energie auf, treibst du lieber was sinnvoll, fährst an Nordpol und guckst dir den Weihnachtsmann an, oder? Ha, vielleicht kann ich mir auch mal gucken, Mann. Einen Wunschzettel direkt abgeben, vielleicht krieg grad dann endlich doch mal das, was ich will. Ha. Na jedenfalls, ich muss jetzt gleich los, wa? Mein Schlitten steht schon vor der Tür. Wir sehen uns dann irgendwann, na, spätestens Weihnachten, wa? Ich meine, der kann mich ja mitnehmen, der Weihnachtsmann, wenn er hier mal vorbeischaut. Tschüssikowski!